Ja, hallo zusammen bei dieser neuesten Folge Angezockt. In dieser Folge geht es um ein Spiel, das sich Tempest nennt. Tempest ist nicht das neueste Spiel, das Spiel gibt es schon seit einem Jahr. Und handelt sich um ein Piratenspiel und dachte mir, thematisch passt es natürlich schon irgendwie auf den Kanal. Und hat ganz lustig ausgesehen, deswegen geben wir dem einfach jetzt hier mal eine Chance, würde ich sagen. Und schauen einfach mal das Spiel so an. Wie gesagt, bis auf, sag ich mal, 20 Minuten Gameplay aus einem Stream kenne ich es selber noch gar nicht. Deswegen will ich aber selbst mal ins Tutorial springen, weil, wie gesagt, auch noch keine Sekunde irgendwie gespielt. Vor einem Monat erreichte mich die Nachricht vom Tod meines Vaters. Schon bald darauf erbte ich dieses Schiff, die Henrietta, komplett mit einer Mannschaft aus Matrosen. Meine friedlichen Tage als Händler an Land scheinen gezählt. Nun muss ich lernen, wie man diese Dinge steuert. Zu den besten Freunden meines Vaters gehört ein zwielichtiger Mann, der das Schiff um jeden Preis an sich bringen wollte. Er war nicht allzu glücklich zu erfahren, dass der Verstorbene einen Sohn hat. Doch kampflos gebe ich mein Schiff nicht auf. Ja. Verlasse den Kartenmodus und beginnt ihr auf die offene See. Das ist entweder hier drücken oder auf M. Der alte Tunichtgut hat die Wachen am Kontrollpunkt bestochen. Ich könnte einfach den Kurs ändern, aber das werde ich nicht. Schließlich brauche ich etwas zum Üben. Ja, klingt gut. Drehen Sie sich mit der linken Maus um. Du kannst auch dies mit den Tasten bla bla, aber linke Maustaste bietet sich hier an. Für eine praktische Kamerakontrolle kannst du auch die rechte Maustaste klicken, um die Schwenken der Kamera mit der Maus zu wechseln, wenn immer es nötig ist. Aha. Okay. Kannst du mit der Kamera hin und rein und raus um? Ja, ist einfach. Untersuche alle Türen mit einem Fernglas, befinde die Schwachstellen. Hervorgehende Taste oder die Left Control auf der Tastatur. Desto mehr Informationen erhalte ich, okay? Wo ist denn der Gegner? Jetzt noch einen Gegner sehe. Ach, alle Türme. Okay. Da sieht man hier, sieht man sofort, was los ist. Senke das Fernglas, das. Ja. Und nun? Nähere dich, indem du einen Punkt auf dem Moor angibst, innerhalb des hervorgegangenen Gebiets und Firmenstunden. Das ist die linke Maustaste. Aha, und man schaut über die linke Maustaste. Okay. Ich dachte mir jetzt ehrlich, dass das mit WASD geht. Aha, soll ich das einfach so reinholzen? Muss ich noch nichts machen? Ich laufe doch da auf. Funktioniert das Schiff? Das ist eine mit Audio. Ah, okay, endlich. Darf ich auch mal was machen. Den nächsten Turm zeigt. Dann würde ich jetzt einfach mal versuchen, den da anzuwählen. Meine Hitpoints finden es ja auch nicht so gut, was hier gerade passiert. So, nehme ich doch den jetzt. Das visiere ich doch schon an. Oh, scheinbar meint das Tutorial noch. Gefüllt Feuer, die Tasse. So, Feuer! Ah, sehr schön. Da unten wird gerade nachgeladen. Raus damit. Oh nein, er hat noch so wenig. Also ihr seht da unten, beachtet die Treffer von 20 auf kurz Reichweite hältst. Aber da brauche ich nicht lang zielen, weil der Turm hatte ja kaum mehr was. So. Ah, das ist gut. Mal schauen, was da jetzt passiert. Sehr gut. Ah, schaut schön aus, muss man sagen. So, mal schauen, ob ich da noch rüberziehen kann. Ja.
Aber da dauert es natürlich ein bisschen hier, bis da eingezählt ist und die Genauigkeit ist nicht mehr so perfekt. Aber dafür werde ich auch vielleicht nicht so krass getroffen. So, gleich erledigt. Ah, sehr gut. Zeit, hier zu verschwinden. Ja, kriege ich hin. Segle weg von den Türmen, nutze die hervorgehenden Tasten oder W und S auf der Tastatur. Aha, ihr seht, da unten rechts ändert sich die Flaggung. Und drücke A und D zum Drehen, alles klar. Und da sehe ich jetzt auch, aha, okay, wie ich im Wind stehe, so gesehen. Also gerade nicht so gut mit 10%. Alle deine Flaggen deuten die Windrichtung an. Also eigentlich sollte ja auch... Ich mache hier einfach mal das. Normalerweise sollte ich jetzt hier... da eigentlich wegkommen. Gerade so hier... Oh. Wer schießt denn da noch? Chillt mal ein bisschen. Was ist denn da los? Die Landratten. Wenn wir den Hafen verlassen und sehen, werden die Piraten aus dem Gewässer. Darum sollten wir lieber keine Händlerflagge hissen. So, Kabarita Preis, kaufen Festungen und Schiffe und derselben sind kleine Verbündeten. So eine Piratenflagge. Also, Piratenflagge. Ja, mach mal. Ach, noch müssen wir kaufen. Passt. Wegen mir. Jetzt gehöre ich zu Ihnen. Wir sollten unseren Kurs auf der Karte festlegen. Aha. So, um wohin geht's? Luisa. Oh, das war jetzt nicht so der direkteste Weg. Am Horizont ist es freundlich gesinnt, blau umrandet und wird vorbeisegeln. Wir könnten es angreifen, doch das würde unserem Ruf bei den Piraten schaden. Also ziehen wir hier vorbei. Oh, das ist doch ein Wort. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Ich will ja hier, ich bin ja ein guter Pirat. Ich bin noch da. Fahr in den Hafen, den du aus der auf der Karte kriegst oder die vorgehende Taste. Ja. Zack. Das Schiff hat leichten Schaden während des Kampfes mit den Türmen genommen und benötigt leichte Reparaturen. Das ist gegen Bezahlung in jedem Hafen möglich. Pirat allerdings repariert das Schiff teilweise umsonst. Jede Fraktion bietet Reisenden besondere Dienste an. Gut. Fraktionsinterface. Was geht denn hier so? Pirat ist stets bereit, ein paar rostige Kanonenkugeln mit dir zu teilen und kostenlose Reparaturen an deinem Schiff durchzuführen. Sie helfen jedem Reisenden ganz gleich, in welcher Beziehung sie zu ihm stehen. Piraten sind schwach, unzuverlässig und sehr verschlagen. Wenn du dich ihnen anschließt, musst du mit Verrat und Enttäuschung rechnen. Was passiert da? Aha. Da werde ich hier repariert. Okay. Komplett gegen Bezahlung. Klar werde ich das. Weißt du, jetzt sind auch noch die, ist die Crew verwundet. Das ist ja unfassbar. So. Halsverwunder wird Medizin verbraucht. Ohne Medizin steckst du in Schwierigkeiten. Zudem wird sie nicht überall verkauft. Behalte deine Medizin vor Ort im Auge und fülle ihn auf, wann immer es möglich ist. Die Wunder haben sich bereits erholt, doch das Schiff ist noch unterbesetzt. Ja. Dann brauchen wir natürlich neue Leute. So. Wische nach links oder rechts und zwischen Taverne und den Einstellungen. Ah, da ist die Taverne. Okay. Mal wischen tue ich hier so. Okay, alles klar. Ich habe da einige Schiffsjungen rekrutiert, aber möchte nicht noch mehr Geld dafür ausgeben, obwohl das Schiff noch nicht voll besetzt ist. In diesem Fall lassen sich Neulinge anheuern. Diese Jungs sind zwar nicht die hellsten, doch beherrschen sie ein paar Fähigkeiten. Ja, immer halt die Neulinge. Da, schön hier oben.
die Knechte. Das Schiff voll bemannt. Durch unsere letzte Schlacht haben wir an Erfahrung gewonnen. Trainieren wir unsere Rekruten. Ah, da kann ich die Neulinge dann hochpushen. In den Habseligkeit meines Vaters in der Kapitänskirche befand sich ein Brief. Sein Testament ist besagt, dass bestimmte Wertsachen gehören, die sich im Lager aus der Händler im Hafen der Stille befinden. Ich sollte den Hafen der Händler besuchen. Ja, das ist wohl ein Wort. Züge südöstlich durch den Nebel markiere mit Ausrufezeichen und erkunde dabei die Karte. Durch den Nebel markiert mit Ausrufezeichen. Wahrscheinlich hierhin. Ich denke mal, das wird das Ausrufezeichen sein. Wir fahren aber so hin. So, direkt drauf. Aber da ist jetzt hier... Ich weiß nicht, ob das meine Piratenflagge so gut ist. Besuch den mit einem markierten Händlerhafen, in dem du vom Schiff bis zur Insel um die Hindernisse herum einen Weg ziehst. So schaut es für mich nach dem Weg aus. So. Perfekt. Kann ich anlegen. Unsere Reise war frei von Vorfällen. Nun sollten wir das Lager ausprobieren, um eine Erbschaft einzusammeln. Na klaro, Maro. Mach ich doch. Lager aus. Was ist denn das? Egal. So. Lade alle Güter in den Laderaum. Schmuck, was ich nicht alles habe. Tabak ist immer gut. Aber jetzt bin ich schon überladen. Das Schiff ist überladen. Mein Erschaff scheint zu schwer zu sein. Wir sollten einige Dinge verkaufen, auch wenn die Preise hier nicht die besten sind. Jo. Kapazität, okay, ist klar. Muss mal genau schauen. Silber. Na, noch eine. Oder zwei. Nun kann das Schiff segeln. Wir sollten einen Ort finden, an dem wir unsere Güter mit Profit verkaufen. Ja, finde ich gut. Also schauen wir mal wieder auf die Karte. Fast da im Hafen der Sieger können Güter mit Profit verkauft werden. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Hafen der Sieger ist. Steht halt noch kein, steht ja kein Name da. Amelia. Hafen der... Wird schon der sein, oder? Verlasse den Kartenlos und begib dich auf offene See. Okay. Segle in den Hafen der Sieger. Du kannst umgehend zwischen den Städten segeln, ohne auf die Karte zuzugreifen. Nutze die Beschleunigungstasten, wenn du weite Distanzen zurücklegen musst. Okay. Beschleunigen. Er liegt direkt voraus, also das ist direkt voraus, kriege ich hin. Also richtig schnell ist das Ding jetzt hier nicht, obwohl ich es ja auch beschleunigt habe. Wie wäre das denn erst unbeschleunigt, bitte? Hallo? Ibims. Ah. Komm, segel da rein. Keine Zeit. Verkauf alle Güter im Laderaum. Behalt die Medizin. Okay, das ist gut, dass du das sagst. Also, dann schau mal in den Laderaum.
sagen, hier, Medizin behalte ich. Aber alles andere wird natürlich verkauft. Silberwaren, weg damit. Schmuck, weg. Tabak, weg. Oh, der gute Wein, weg. Du, bin ich gut beducht. Bevor wir Segel setzen, sollten wir noch Kanonen mitsamt Verbesserung kaufen. Gute Kanonen ist immer ein schnickes Ding. Kaufe einige Kanonen. Feldschlangen. Was war denn das andere? Ich glaube, nur die brauche ich. So. Jetzt habe ich alles da. Schiffsaufrüstung. Und dann nehme ich hier die Feldschlangen zweimal. Und kann hier... Expansionsmodul öffnen. Ja, das probieren wir. So, was kann ich da reinmachen? Haha! Gott sei Dank gekauft. Und zack, läuft es. Ich sollte mir die Kriegsmaschine meines Vaters ansehen. Oh, und Artefaktausrüstung. Das wird ja ganz schön deep, muss man ja sagen. Starker Werfer. Fernangriff auf ein gegnerisches Schiff. Das wird auf jeden Fall gemacht. Ich brauche etwas Übung, wo ich mich an dem alten Tun nicht gut für den Betrug an meinem Vater rächen kann. Ja, aber das würde ich aber mal sagen. So. Segne ein Piratengewässer. Also, hinter. So, beginne die Schlacht. Haha, jetzt geht's rund, meine Freunde. Ich mach euch so fertig. Oh. So, und die zwei. Wir pushen alles. Ihr seht auch hier rechts, dass ich immer schieße. Da. Alter, fertig. Ja, der lädt sich von selbst auf, aber das ist natürlich hier ein dickes Ding. Habe ich mir das mal ordentlich weggemacht. So, und dann schauen wir mal. Da gab es ein bisschen was an Piaster, würde ich mal sagen. Nur mich reit, auf den Freund meines Vaters zu treffen, der mich verfolgt. Ja, wo ist er? Der Verräter. Wo ist der Gegner? Segel, Crewtreffer geneuert, Ladung, alles am Start. Das Crew in so, verteile auf den Decks. So, ein paar hoch, klar. Ich bin, glaube ich, soweit. Jetzt mache ich sie fertig. Kein Ziel, ich gebe dir gleich kein Ziel. Doppelschüssen und Schrapnellen. So, ich mach dich gleich weg, mein Freund. So. Ne, ich brauche die Doppel. Genau, wenn wir die Segel wegmachen wollen. Oder scheinbar will er da gerade nicht. Jungs, was ist da los? Wo ist hier? Ah, da. Jetzt, ich glaube, die laden gerade jetzt erst.
Und erst wenn das Ding da hochgecountert ist, dann kann ich erst was machen. So sieht es zumindest aus. Ja, genau. Aha. Warum nicht gleich so? So, ihr seht, wir sind wieder am Nachladen. So, jetzt kann ich vielleicht hier sogar ein bisschen einbremsen und direkt zack mit der anderen Seite dem dann auch noch eingeben. So, verlangsamt haben wir ihn schon mal. Oder ich bin verlangsamt, glaube ich. So, aber jetzt mit der Salve sollte doch da jetzt einiges passieren. Der kann mir gar nichts, dieser Verräter! So, mein Freund. Bereit zum Entern, vorwärts! Mach ich mich da in das Ding da rein manövrieren irgendwie noch. Dreh dich schon! So! Schadenpistole. Ah, jetzt komme ich... Das ist ja geil. Ich habe hier eine Doppel... So, wir haben alle gar keine Chance. Und weg! Nutze die Überreste des gegnerischen Schiffes, um dein Gefängnis rasch zu reparieren. Trophäenschiff, lass den Schiff von deinen Männern reparieren und bring es in den Hafen. Verstärke die Crew. Trophäenschiff. Aber sowas von. So, erstmal hier alles einsacken, was da so ist. Alles an Gold, alles meins. Ist hier noch irgendwas? Das war alles. Ganz schön mau. Oh, da ist noch was. Ich gebe mir die Piasta. Genau so. So, nach unten kann ich hier nicht. Kapitänskajüte gibt scheinbar keine. Alles klar. Dann sind wir jetzt durch. Gewonnen, der alte Tunichgut ist untergegangen. Er war ein mächtiger Pirat und hat das also geschadet. Trotzdem konnte ich große Erfahrung sammeln. So, mein erster Schlacht inspiriert zu einem Buch. So kann ich sie nochmal durchgehen und meine Fertigkeit entwickeln. Jo, ist klar. Alles klar. So, wähle eine Fertigkeit aus. Schütze, ausweichen, Matrose... Manövrierfähigkeit, Artefakt, Energie, Treffsicherheit, Reichweite. Treffsicherheit ist gut. Nach Bettes Besuch unter sich die jüngste Beute und fand unter anderem eine recht merkwürdige Karte. Ich schätze, wir sollten zu dem Ort hinfahren. Ja, jetzt, bevor ich das aber tue, glaube ich, haben wir hier dieses Angezockt, glaube ich, ganz gut hinter uns gebracht. Wir haben so einen kleinen Einblick gesehen, was in dem Spiel so wichtig ist. Natürlich gibt es dann größere Schiffe und alles drum und dran. Aber man hat ganz gut gesehen, was ist Tempest und um was geht es überhaupt. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Angezockt gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim nächsten Mal. Euer Alcaramba.